Aber wir könnten Azaleen noch aufstellen, die nicht gewachsen sind. Oh ja. Oh, hier ist ein Pillager Outpost. Pferde und eine. Hier ist eine blühende Azalee. Oh, dann ist da drunter ein Lush Cave. Geh da mal gleich rein. Hast du eine Schere dabei? Ne, vielleicht in meiner Schalkertruhe. Ja. Dann kannst du am. Wenn du willst, kannst du da gleich mal runtergehen und kleine Tropfblätter abbauen. Ganz viele. Mit einer Schere. Zuerst mache ich aber den Pillager Outpost. Ja. Dass die mich hier attackieren. Ich glaube, das ist zwar weit genug weg, aber sicher ist sicher. Ja. Oh, hier sieht es jetzt richtig schön aus. Oha, schon sieht er mich. Alter, kommt der angesprintet. Leuchtflechten brauchen wir noch. Und wenn du noch Ranken siehst, die kannst du auch mit der Schere abbauen. Weil davon haben wir auch fast keine mehr. Oder eigentlich gar keine mehr. Oh, perfekt vorbereitet. Ich habe 2 gebratene Hammelfleischs. Oh. Das ist natürlich schlecht. Ja. Vielleicht mache ich dann den Pillager Outpost doch nicht. Ja. Wobei andererseits, ich krieg da ja eh keinen Schaden. Nee, ich nehme eigentlich den Totem of Undying in die Hand und dann. Ja, aber so krass sind die auch nicht. Zumindest, also nicht mit unserer Rüstung. Das sind solche Vogelscheuchen. Es sind irgendwie gar keine Pillager. Einen habe ich getötet. Jetzt laufe ich hier in aller Seelenruhe. Ein Boxhorn, geil. 2 Haken, eine Armbrust. Karotten, die nehme ich mit, ich habe kein Essen. Weizen nehme ich auch mit. Es gibt doch jetzt Hängeschilder. Echt? Ja, die müssen wir auch einbauen. Wenn ich jetzt wüsste, wie die gehen, ob man die einfach... Ich mache mir einfach mal ein Schild. Ich mache mir ganz viele Schilder. 9. Kannst du schlafen? Ja. Aber bestimmt noch nicht. Naja, es ist noch nicht Nacht. Jetzt. Also einfach Schilder an die Decke hängen geht nicht. Vielleicht braucht man noch eine Kette dazu. Vielleicht kann man auch die Hängeschilder als Extra-Item craften. Das kann natürlich sein. Oder man muss eine Kette dranhängen und dann ein Schild. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Wenn das auch nicht funktioniert, dann muss ich nachgucken. Ne, geht nicht. Vielleicht steht es ja in meinem schlauen Buch. Oh ja, da steht es tatsächlich drin. Eichenholz-Hängeschild. Alter! Die sind ja richtig teuer. Ah, wobei, man kriegt 6 Stück raus. Da brauchst du ganze Stämme, beziehungsweise entrindete Stämme. Ich weiß nicht, ob es wirklich entrindete sein müssen. Und 2 Ketten und dann kriegst du 6 Schilder raus. Mal gucken. Ich nehme mal normale Stämme. Geht's damit auch? Ich habe auch immer ewig Lagerfeuer aus entrinnenden Stämmen gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es auch mit normalen geht. Aber nee, es geht nicht. Schade. Naja, egal, dann entrinne ich sie halt. Haben die auch mal Nutzen, diese blöden entrinneten Dinger? So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Naja, ich lasse es mal hängen. Alter, sind die klein. Boah, wie weit runter geht das denn bis zu dem Lush Cave? Ah.
kaum beschwere ich mich, bin ich da. Alter, sind die Schilder winzig. Ich glaube, das müssen wir nochmal überdenken. Ich habe mal eins hingehängt, aber das ist sehr, sehr winzig. Hier gibt es noch so ein Eck, ne, zwei Ecken eigentlich. Da müssen wir mal überlegen, was wir da noch hinmachen. Wobei, da kann dieser Farn hin. Vielleicht noch hohes Gras. Das könnte ich mal ausprobieren. Nicht immer noch so. Okay, das hier ist eine große Höhle, wo nur Teile davon Lush Caves sind. Ah. Eisen muss ich ja nicht abbauen, nehme ich mal. Nee. Okay, ja, das ist wirklich nur... Oha, Alter, oh, ist da alles voller Monster. Soll ich mal diese Hänge Leuchtbären auf der anderen Seite doch auch noch machen? Weiß ich nicht. Gibt es da nicht was anderes, was runterhängt? Nicht wirklich. Ich habe erst gedacht Ranken, aber ich glaube, die sehen nicht so... Ne, die Leuchtflächen kann schnell in die Luft hängen. Und die Ranken, die sind eigentlich nicht so gut von einem Block runterzuhängen, von einem. Weil die wachsen ja nur an der Seite von einem Block. Mhm. Aber die Ranken, die Alter. Von unserem Steinkreis runterhängen, sehen richtig cool aus. Ja, das glaube ich. Ich glaube, die stoppe ich mal mit Fäden, dass das nicht ausartet, weil jetzt gerade sieht es richtig cool aus. Oh, jetzt habe ich welche kaputt gemacht mit dem Faden. Mann, Mann. Egal, dann warte ich halt nochmal. Aua. Oh, oh. Du dämliches Skelett. Aha, hier geht's in eine Mine rein. Gehe ich nicht lang. Bin gerade noch dabei, die Höhle auszuleuchten, dass ich in Frieden ja sein kann. Ich hätte eine Idee, um die Hängeschilder vielleicht doch zu verwenden. Ja. Da könnte man nämlich wie so einen Wegweiser machen. Einfach aus Prinzip. Ich probiere mal aus, ob das gut aussieht. Mhm. Am besten mit einer Mauer. Ah, wir haben sogar welche. Aber geht das, ist die Frage. Okay. Nö. Die nur an Blöcke dranhängen. Mit ganzen Blöcken. Hm. Ach, ich guck mal. So, jetzt geht's los. Schere, kleine Tropfblätter. Wo finde ich die? Nur auf dem Boden, oder? Ja.
Und auch nur am Wasser oder überall? Die sind nur im Wasser tatsächlich. Ein großes Tropfblatt habe ich. Ein großes. Ist kein Wasser. Oh, aber ein Zombie ist hier. Ja, der Weg war ja schon ein bisschen unnötig, aber an sich finde ich ihn jetzt nicht schlecht. Zombie mit Kettenrüstung. Oha. Eine Kettenrüstung, Alter, das brauche ich noch. Nichts gedroppt. Aber Kettenrüstung kann man auch kaufen ab und zu. Haben wir gelernt. Ich glaube, ich mache jetzt doch noch. Ich mache noch mehr von den Leuchtbären. Weil die sehen voll cool aus. Ah, kleines Tropfblatt. Eins. Eins ist schon mal besser als keins. Das stimmt wohl. Wahrscheinlich übersehe ich eh wieder richtig viel. Ach. So wie wenn ich Eisen oder Diamant holen gehe. Oh, hallo Skelett. Solange du am Ende was mitbringst, ist egal. Wie viele brauchen wir denn ungefähr? Weiß ich nicht. Wir haben nur gerade gar keine, deswegen. Wäre es gut, wenn wir mal welche hätten. Und diese Riesenblumen, die an der Decke hängen, auch abbauen. Ich lasse euch schon mal gefragt. Oh ja, bring die mal mit. Die können wir hier auch noch aufhängen. Oh oh. Dämlicher Creeper. Ich habe extra Ausschau gehalten. Aber ich habe ihn wohl doch nicht entfernen können. Toll, ich habe dieses Ding falsch gemacht. Okay, hier hat Slush Cave auf. Da unten stehen vier Skelette. Hammerhead out. Oh, hier ist ein Tropfblatt. War das schon großes? Ja. Gut, die großen kannst du mit Knochenmehl züchten. Bohrenblüte heißt sie. Ah, ja. Oha, wir sind ja schon am Ende angelangt. Oh ja. Sogar schon drüber. Kommt schon noch zurück. Also ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ja. Also ich bin in die Höhle reingegangen und habe jetzt die eine Richtung fertig erkundet, aber die andere Richtung noch nicht. Und das würde ich eigentlich schon noch machen. Ja. Alter, diese Hitbox von dem Zombie, ich konnte den ewig lange nicht treffen. Du meinst, du bist zu blöd? Nee. Oha, da guckt mich schon der nächste Creeper an. Der freut sich nur, dass du da bist. Ich freue mich nicht, dass er da ist. Hier ist noch eine Sporenblüte. Das ist doch nicht schlecht. Da beim Bambus kann ich keine Hängepflanze aufhängen, weil der Bambus so hoch wächst. Ja. Oh je, hier wächst noch einer. Oh, zwei Stück wachsen hier noch ungebremst. Einfach hoch an die Decke.
Das geht so nett, Kollege. Überschutz abgesägt. Hier unten. Zack, von mir aus kann er so. Und der da auch. Weg damit. So. So. So, also ich habe jetzt ein kleines Tropfblatt gefunden. Oha. Deswegen, wobei, warte mal, die Höhle geht gar nicht mehr so weit. Also von mir aus können wir auch kurz überziehen ein bisschen. Okay. Und dann mache ich mich nämlich gleich auf den Rückweg. Ja. Dann kannst du ja auch noch das bewundern. Oh, hier sieht es jetzt richtig schön aus. Jetzt müssen nur noch die Ranken ein bisschen mehr runterwachsen. Warte mal, ich habe die hier Ich lasse die Ranken noch weiter runterwachsen. Ich mache die Fäden wieder weg. Sollen sie ruhig noch weiter wachsen? So, ich denke mal, jetzt bin ich fertig. Ah. Leider. Ja. Wir müssten mal echt in diese Höhle gehen, die wir mal entdeckt haben in diesem Wüstendorf. Ja. Die haben wir nicht vollständig erkundet. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Also vollständig erkundet vielleicht schon, aber da haben wir nichts mitgenommen, wirklich. Ja. Die Hängeschilder, ey, die sind so klein, aber irgendwie mag ich die. Die sind richtig unnötig, aber oh, jetzt schießt mir hier ein Skelett ab mit verzaubertem Bogen. Ich habe extra den Höhlenausgang so gebaut, dass ich da hoch aus. Ja, nachts sollen wir schlafen oder soll ich nachts heimfliegen? Kannst du auch, mir ist egal, kannst du auch heimfliegen. Ich kämpfe gerade, ich kann gerade schlecht schlafen. Alter, warte mal, ich wollte doch noch Farn holen. Deswegen ja, aber das können wir hier im Dschungel machen. Stimmt. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu essen. Ah ja. Dann trifft sich sehr ganz gut. So, wo war nochmal das Haus? 800 und minus 600. Aber du kannst auch zu 1000 und minus 600 kommen. Dann bist du bei mir. Na ja, gut, ich muss nur die Gegend finden. Mhm. Ich bin bei minus 1200 gewesen und minus 500. Ach stimmt, du bist ja nur in eine Richtung geflogen wahrscheinlich. Ja. Hier ist das Dorf, was ich vorhin gesehen habe, aus 3-4 Häusern bestehend. Ach ja. So, mein Inventar habe ich auch wieder aufgeräumt. Meine Wassereimer fülle ich jetzt noch. Und dann bin ich eigentlich schon bereit für deine Ankunft. Ich sollte auch gleich da sein. Dann gucke ich schon mal an den Horizont, ob ich dich irgendwo sehe. Soll ich eine Fackel in die Hand nehmen, ja, dann siehst du, er ist hell erleuchtet. Ja. Bist du bei jetzt minus 600? Sehe ich unseren Berg. Oh, dann müsste ich dich gleich über den Berg fliegen sehen. Oh, ich muss erstmal übel weit hochfliegen. So, jetzt bin ich gleich drüber. Ah ja, jetzt. Da sehe ich dich. Alter. Hey, was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Der Pfeil ist schon wieder an dem abgeprallt. Hat er was eine gekloppt? Hose und Schuhe. Ah, hier tue ich mal in die Kiste rein, was ich mitgebracht habe. Und der hat leider schon eine Hose und Schuhe, sonst hätte ich mir jetzt welche abgegeben. Oh, ich habe sogar eine Ofenkartoffel gehabt. Cool. So. Sollen wir noch schlafen? Nee,
guckst dir mal bei Nacht an. Okay. Wenn es schön leuchtet. Oh ja, ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Ja. Hier ist der Wegweiser. Der sieht voll geil aus. Ja, diese Schilder sind, hier ist auch ein Schild noch. Aber was, wo? Wie, wo, hier beim Eingang, aber das ist sehr klein. Oh ja. Das sieht aber wirklich cool aus. Ja, hier sind die, das sieht auch eigentlich mit den Tropfleitern aus. Oh, ja. Das sieht gar nicht schlecht aus, sind überall Pilze. Mhm. Ja, das ist sehr gut. Was? Gehört das zu den Hängeschildern, das obere Ding? Ja, das ist wirklich gut. Ja, so. Dann nochmal schlafen. Ich habe mein Zeug hier oben drin, wie gesagt. Große Tropfblätter, ein kleines Tropfblatt und 5 von diesen Sporenblüten. Das kleine Tropfblatt, das kann ich gleich noch kurz anpflanzen. Ich habe ja eins kaputt gemacht. Mhm. Hast du zufällig Essen dabei? Nur meins, nicht wirklich viel. Ja, dann muss ich mir... Und die Sporenblüten, die würde ich gerne... Nachher was holen. Würde ich gerne mal gucken, wo man die hinmachen könnte. Oh, jetzt habe ich keine Fäden mehr dabei. Das ist schlecht. Die kann man wahrscheinlich nur an die Decke machen, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich glaube. Da muss ich schnell einen Faden auf das Tropfblatt machen, ne, dass das wächst. So. Die Blüten, ja, ist die Frage. Kann man die hier dran machen? Oh ja. Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Ja. Vielleicht nicht direkt nebeneinander. Hä? Womit hast du das abgebaut? Schere, das liegt da. Ah, ah, Gott sei Dank. Richtig schockiert. So, dann noch eins. Ich würde eins vielleicht noch hier hin machen. An die Treppe. Das geht, ach so, doch, vielleicht. Doch an die. Ja. An den hier über mir direkt. Den da? Oh ja. Ja, ja. Aber doch. Das eine würde ich trotzdem da lassen, was du hin hast. Und dann noch eins hier so über den Weg irgendwie. Und noch da eins? Ja. Waren das alle oder hast du noch das eins? Das waren alle. Nö, so. Ach, stimmt, da fallen jetzt Partikel runter von denen. Und die fliegen jetzt hier. Oh ja. Hä, wo kommen die Partikel her? Hier fliegen überall welche rum. Sind die auch von den Blüten? Das sind die gleichen. Hä, das ist ja voll cool. Hier fliegen überall Partikel. Frage. Also bis nach hier. Doch, die sind von den Sporenblüten. Oh, und die Lianen wachsen weiter runter. Viel weiter als so würde ich es aber nicht machen. Nee. Vielleicht stoppe ich sie lieber mal. Ja, stopp die mal. Zumindest bis zu der hier. Ja, genau. Warum hast du hier alles voller Spinnenfäden platziert? Weil ich da, ich muss den ganzen Turm nach unten bauen. Ja, so, und die hier würde ich noch wachsen lassen. Die an der, ja, die sind noch zu kurz. Ja. Gut. Oh ja, dann sind wir fertig, oder? Ja. Gut, mit dieser wunderschönen Blumenaussicht. Moment, ich muss noch den obligatorischen Screenshot machen. Natürlich. So. Warte. Ich muss hier kurz eine Ranke wieder abreißen. Ich brauche nämlich eine. Oh. Jetzt kannst du aber keinen Faden hinmachen, oder? Nee, da muss auch keiner hin. Oh. Wächst ja eh immer weiter runter. Bist fertig? Nee. Ich muss mir da was überlegen. Dass man da hochklettern kann. Ja. Vielleicht machen wir einfach die eine große Blume weg, wobei, nee. Nee. Das geht vom Krug aus, geht's. Hä? Habe ich auch gerade versucht. Aber ich hab's nicht geschafft. Aber ich habe eine. Hä? Nein, von dem Krug, nicht vom Blumentopf. Ach, von dem? Ach, und dann an die. Ach so. Nee, ich bin ums Eck rumgekommen. Ich weiß nicht an welcher, aber ich hab's. Aber dann mache ich die mal wieder hier irgendwo hin. Ins Eck rum geplant und das ging. So, ich kann dir jetzt. Guck mal, wo ich bin. Oh. Bin cool. Man kann jetzt ja hier. Oh, Mann, Alter. Man kann von hier aus direkt an. Hä? Nein, versuch's ums Eck. Ja, ja, ums Eck. Aha. Die sind leider zu weit auseinander, als dass man von Block zu Block. Wobei, mit Elytren. Ich habe keine Elytren an. Oh. Das hat ja grandios funktioniert.
Alter. Jetzt fängt das an. Ja, mit Elytrin geht's auch nicht. Außer ich war zu blöd. Ich hol mal meine Elytrin, weil ich glaube, das geht. So. Oh Mann, jetzt hing ich einmal kurz dran und dann wieder nicht. Ja, das ist voll schwierig. Ja, mich wundert sowieso, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Ja. Wenn man jetzt nämlich mit Schwung das macht, ich glaube, dann... Ja. Dann kommt man auch rüber. Oha. Ich gehe da jetzt nicht mehr hoch, das ist mir zu anstrengend. Okay. Willst du da oben bleiben? Ja, kannst du ja die Kamera wegdrehen. Dann. Ja, okay. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.